Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tropico 5 auf einen neuen Versuch, die 50% zu erreichen, also über 50% zu erreichen. Wir hatten die letzte Folge ja in dieser echt Hardcore-Folge, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir hatten ja 50%, aber nicht über 50%, weshalb wir es nicht geschafft haben, ja? Stell euch das mal vor, ey. Ich verlasse jetzt mal alles teilweise im Zufall, ich warte jetzt einfach mal ein Stückchen weit. Und hoffe dann mal, dass es jetzt steigt, oder also ich baue jetzt mal nichts. Ich halte mich da jetzt mal jetzt komplett raus. Und teste mal, wie es so läuft. So. Symbol kam Tropico an. Okay, okay. Ja, okay, okay. Ne, Karneval mache ich glaube auch nicht mehr. Der bringt mir eh nichts. Was bringt mir denn der Karneval? Ja, genau, nichts bringt er mir. Deswegen mache ich den auch nicht. So. 7000 im Minus. Spitze. 45% Wartung. Aber die steigt oder sinkt auch nicht. Mal, solange sie nicht sinkt, macht es mir nichts. Aber solange es steigen könnte sie schon mal. Jetzt sinkt sie. Aber warum sinkt denn die immer nur? Ich habe sie noch nie steigen sehen, so richtig von alleine aus. Die sinkt nur. Sag mal, haben die Leute alle einen Schuss oder was läuft bei denen schief? Ich kann nicht dauerhaft irgendwas hochzimmern. Sag mal, kriegt dieses Spiel überhaupt? Das ist doch echt immer aller Sau. Weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Kleinen Laden kriegen sie von mir noch. Ne, kleinen Läden haben sie genug. Macht sie ja einen Wachturm glücklich, aber ich kann nicht mal einen Wachturm bauen, weil die so teuer geworden sind mit den 20% Erhöhung, die ich jetzt aber schon drauf habe, glaube ich. Ich fresse, ich bin echt so wütend. Ich bin so wütend. Das glaubt ihr mir gar nicht. Das Spiel macht mich einfach so sauer, wenn es jetzt dieses Mal nicht funktioniert in der Folge, mit 45%, dann mache ich erstmal eine Pause. Ich habe jetzt 3 Folgen aufgenommen, dann, oh Gott, ey. Wir werden das schaffen, irgendwie die 50% zu erreichen, weil wir haben es ja schon mal geschafft und es ist, ist nicht so schwer, aber irgendwas hindert uns immer dran, ich weiß es nicht. Irgendwas will uns nicht die über 50% erreichen lassen. Irgendwas sagt immer, nein, der darf das nicht, also den wollen wir nicht haben. Und irgendwie, ja, wollen die mich dann halt nicht, ne? Es reicht mir, ob ich dann dazu komme, noch Borderlands aufzunehmen, ich, also heute müsste dann Freitag sein. Ob bei Borderlands kommen dann... Präsident, oh, nee. Ich zittere, Sie zittern. Warum? Warum muss es immer ein Erdbeben kommen? Jetzt habe ich gerade wieder Geld das gehabt. Erdbeben ist... Nur reparieren, okay, wieder aufbauen muss ich auch. So. Die Wertung steigt hoffentlich, weil die wissen ja, Leute... Die Leute wissen ja... Ja, der Typ da, der hat's drauf... Jetzt sinkt sie erstmal. Aber die sollte wieder steigen, weil die Sachen aufgebaut sind. Oh Gott, das ist echt nervig. Karneval. Ich hau einfach mal immer einen Karneval raus. Vielleicht. Ich meine, wer mag denn einen Karneval nicht? Jeder mag Karneval. Sogar der letzte Hinterwäldler mag Karneval. 45% wieder. Schön. Opernhaus. So. Raus damit. Ich hätte vielleicht sinnvolle Sachen bei uns, aber wir haben ja genug Versuche. Ich meine, das Spannende kommt ja schon, nachdem wir das geschafft haben. Sobald wir das geschafft haben, 50% zu erreichen, ab dem Zeitpunkt wird es richtig spannend. Also da wird das Spiel richtig witzig. Die Schwierigkeit sinkt deswegen nicht, deswegen muss man oft abspeichern. So. 48! Kollege, jetzt kommt's drauf an. Jedes Mal nach dem Opernhaus krieg ich 48%, ich weiß nicht.
Die Leute mögen das Opernhaus. Es wird einfach geliebt von allen. So. Ich hoffe, die lieben auch diese Gärten, die so schön aussehen. Sie müssen die Gärten... 46% wollte mich verarschen. Sie hassen die Gärten. Sie hassen die Gärten. So sieht's aus. Meine Fresse. Ich glaube, die hassen die Gärten wirklich. Immer wenn ich die Gärten baue, geht diese Wertung wieder runter. Oder sie steigt. Es gibt anscheinend welche, die mögen Gärten. Und dann gibt es wieder welche, die hassen Gärten. Und das sind wahrscheinlich die Leute, die Gärten hassen. Ja, die lieben Oper, aber sie hassen Gärten. Das passt ja mal so gar nicht zusammen. ...45%. Jetzt sind wir wieder genau da, wo man am Anfang auch war. Und dabei hatten wir 48%. Ich hätte einfach mal alles so lassen sollen, wie es war bei 48%. Ich hätte mich nicht wieder einmischen sollen. So. Ich hau den hier mal in meine Kurve hin. Was habe ich denn zu verlieren? Versuche haben wir noch genug. Und ja, von daher. So. Das ist aber rucki zucki, Leute. Rucki zucki. Komm, 11 Bürger, stimmt für mich. Dann schaffen wir das. Aber natürlich stimmen die nicht für mich. Ich glaube, die mögen mich auch nicht. Muss ich, dass die neuen Bürger nie für mich stimmen. Ich hasse mich sogar. Warum sieht er überhaupt nach Tropico, wenn er mich eh hasst? Mal ohne Witz. Wo kann ich meine Statistik abrufen? Ananas, nee, Tabak. Gold? Ach, ich baue ja Gold ab. 43%, ja, in Ordnung. Ist in Ordnung. Es wird echt lächerlich. Oh, wenn ich endlich mal auf einen Bein stehe, dann bin ich so happy. Ich könnte auch theoretisch jetzt einfach mal cutten, weil das bringt jetzt eh nichts mehr. Und euch dann wieder reinholen, sobald ich 50% erreicht habe, weil ihr seht ja eh immer wieder das gleiche und das wollt ihr wahrscheinlich nicht immer sehen. Deswegen hau ich jetzt hier mal, glaube ich, einen Cut rein. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder, wenn ich das geschafft habe. Falls ich es schaffen sollte, weil das ist echt hart. Und dann hole ich euch wieder rein in die Folge. Die stoppe ich jetzt ab hier, die Aufnahme. Und ich spiele es mal ein bisschen durch und mache das gleiche wie immer und versuche halt mal die 50% zu erreichen. Dann. Ja, ihr habt es ja schon gesehen, wie es war, als ich 50% erreicht habe. Also es wird nicht spannender, als es schon war. Und dann ja, bis, ich hoffe mal, dass es gleich ist, ne? Tschüss. Ich bin wieder zurück und ich hab's geschafft, gleich nach dem ersten Versuch. Ich bin echt glücklich. Ich habe jetzt ein bisschen was anderes gebaut. Ich habe mich jetzt auf Wachtürme konzentriert, zu eher für die Revolutionsbewegung. Es hat echt was geholfen. Und jetzt haben wir die, ja, wir können die Unabhängigkeit erklären und das machen wir jetzt auch gleich mal. Hier müsste es sein. Präsidente. Ich meine natürlich Gouverneur. Die Insel ist reif für eine Revolution. Ihre Zustimmungswert ist hoch genug, sodass Sie die Unabhängigkeit von der Krone erklären können. Und wir wissen, wir sind endlich frei von Ihren unsinnigen Forderungen. Seine Majestät zeigt sich über Ihre Unabhängigkeitserklärung äußerst erheitert. Auf die Streitkräfte warten oder unsere Freiheit kaufen. Das ist halt jetzt die Frage. Soll ich jetzt... Ich hab ja ein... zwei Truppen im Grunde. Der Palast und die in dem Ding da unten. Die zwei Wachtürme. Ach, weißt du was? Ich tue mal kurz hier abspeichern. Kann ich gar nicht. Ach nö, ich kann nicht abspeichern. Das ist ja scheiße. Das ist ja jetzt blöd. Ich kann nicht abspeichern. Ach, kacke. Die Streitkräfte warten.
Aber das sind 20, das haben wir 28.000 Schulden, das ist doch viel. Die krieg ich doch nicht mehr rein, oder? Aber da, ach komm, drauf geschissen. Waldkriege, juhu, fortschrittliche Industriegebäude sind verfügbar, Rebellen treten, ja, geil. Geil. Wahlrecht, reiche Bürger. Wahlrecht, männliche Bürger, Effekt weniger Wähler basieren auf, okay. Personen, die Staatsbürger, okay. Also mehr männliche dürfen wählen und, ja, Frauen einfach gar nicht. Reiche Bürger dürfen wählen. Alle Bürger dürfen wählen. Was ist denn das Recht, ihre Stimme will? Ich mache mal hier reiche Bürger. Kirchenstaat, säkularer Staat. Effekt Freiheitszufriedenheit steigt. Das ist natürlich schön. Regierungsgebäude senken die Verbrechensrate in ihrer Umgebung. Fortschrittsgeschwindigkeit steigt um 10% weniger religiöse Bürger und Tropico. Ich mach mal den hier. Und ja, die Wehrpflicht lasse ich, weil Wehrpflicht ist immer gut. So, und da müssen wir glaube Viereck drücken, ne? Viereck müsste es sein. Perfekt. Und wir haben gar keine Schulden. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich voll viele Schulden los oder so. Mit der Alten. El Präsident des Gesetzesexperten haben unsere Verfassung so frisiert, dass sie jetzt 53% besser ist als die letzte. Sie yeah. Willkommen, Bruder. Ab heute gehören Sie und Ihre Familie zu den Auserwählten, die die Last auf sich genommen haben, die Welt zu regieren. Die religiösen ja. Bürger von Tropico okay, haben erklärt, dass ausreden. Frieden, Tugend, Vergebung, Liebe und christliche Werte stehen. Sollten Sie Surfen hinzufügen, bin ich mit von der Partie. Herzlichen Glückwunsch, Sie gehören nun zu uns. Hier sind Ihre Mitgliedausweis, Ihr zeremonieller Dolch und Ihr Umhang. Krass, was die alles haben. Der Mitgliedsbeitrag wird jeden zweiten Montag im Monat fällig. Weil Sie unsere neues Mitglied sind, werden Sie sich weiter bei Ihren Aufgaben unterstützen. Ich bleibe außerdem Ihr Hauptansprechpartner des Ordens. Okay. Juhu! Ja, um die Wahl abzubrechen, um die Wahl zu bestätigen. Was soll ich, wenn ich jetzt abbreche? So. Ich hoffe, das passt jetzt. Ich habe jetzt mal nichts. Ich habe jetzt mal Kreis gedrückt. Müsste ja alles so sein, wie es war, oder? Okay, jetzt, weil ich weiß, was jetzt kommt. Das ist ganz normal. Wir müssen jetzt nämlich uns erstmal hier auf Bao Bao Selbststürze wieder hochbauen und irgendwie was für die USA machen. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung jetzt in letzter Zeit. Und das gehört alles zum Spiel dazu. Das ist ganz normal, nachdem wir damit fertig sind, kommen wir dann wieder zurück auf unsere alte Welt. Und ich bin richtig glücklich, Leute. Ich bin richtig froh. Und ja, wir haben es geschafft, würde ich sagen. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, Leute. Bis dann. Tschüss.